So, willkommen zurück zu Serious Sam 4. Dann machen wir mal weiter und zwar Kapitel 07. Römische Sitten. Klingt vielversprechend. Hauen wir uns rein. Let's go. All right, these guys have to be down here somewhere. This makes it. How many times now we've dug Carter out of a hole? Four. We're in Peru. What is it with this guy? Now I am confused. Long? Oh yeah, you got it, Father. Mental replaced him with a highly modified Aludrin Reptiloid just before Sergeant Pepper. Elvis? Alive and kicking. I see. And what has that got to do with our Lord and Savior, Jesus of Nazareth? Now, if you analyze the Book of Revelations using the Rohan's Codex cipher with a reference to the Voynich manuscript, you get the lyrics to Hound Dog, and of course they call him the King. Coincidence? I think not. I don't even know what to say. Sweet! Carter found someone to play with. Yeah, sorry you got stuck down here with Carter, Padre. Oh no, not at all. Our conversation was most illuminating. Okay, Rodriguez, you dig him out. I'll take care of the rest. Father, just tell me how to get that thingamajig. We are actually looking for text, not Ark of Covenant. Text leads us to Ark. What's this Ark anyway? A holy container described in Book of Exodus. A box. A box that, according to my research, contains Holy Grail. And that will help us defeat Metal. How? Grail has power to heal all ills. With it, we can withstand this false god's assault on our planet. Music to my ears. Where do I find this text? When you get to Chamber of Nephilim in Vatican Library, you must find Statue of St. George. Hold down his sigil while turning his right arm in perpendicular direction. Then push his left arm upwards, and secret chamber containing document will be revealed. Sigil. That's a nice word. I should have a sigil. The sigil of Sam. Sam, are you listening to me? Relax. Chamber of St. George. Push the sigil. Yada yada. I got it. So, ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Werden wir ein paar Monster killen. Römische Sitten. Begib dich zur Vatikan-Bibliothek. Aber sehr gerne. Meter. Dann werden wir da mal ganz gemütlich hinspazieren. Am besten hier gleich durch das Wasser. Ah ja, Sniper ist am Start. Da war ich aber schneller. Tja, dann nehm. So, irgendwo war noch ein Sniper. Ja, die Sniper hat sehr wenig Schuss. Wir sind, glaube ich, noch so weit weg. Oder haben wir ihn erwischt? Ja, wir haben ihn erwischt. So muss es sein. Okay, werden wir mal ein bisschen rennen. Hier liegt er. Er ist ein bisschen runtergefallen. Ach nee, nicht schon wieder. Die beschissenen Drohnen.
Gut, dann werden wir die erstmal runterholen. Du störst. Ah, komm her. Holt euch alle vom Himmel. Na, sag mal hier. Beschissene Drohne. Den kriegen wir so ganz locker easy gekillt. Da brauche ich nicht mal eine Panzerfaust für. Patronen nehmen wir mit. Ist jetzt noch ganz easy, aber ich denke mal, der wird sich auch ganz schnell ändern. Hier fangt. Na ja, komm her, Knochen hier rüber. Aber die machen auch gut Damage, die Knochen hier rüber. Bei dem Schwierigkeitsgrad, wenn da eine ganze Horde kommt, sehen wir alt aus. Eindeutig. So, wer ist er? Signore, please, I need help. Signore, it is about my daughter, Gabriella. She's a scientist working for the Resistance. But yesterday, she went to her lab and she has not returned. Can you make sure she's all right? Please, I am an old man. I cannot fight. Sure thing, Pops. Na klar, der Butler für alle. Finde Gabriella. Gabrielas tapfere Recke. Okay. 500 Meter. Ein paar Raketen. Ich denke mal, kriegen wir hin. 400 Meter. Oh, der hat gesessen. Da hat er sich versteckt. Mal hier alt in Ruhe einsammeln. Hier können wir nämlich alle hier brauchen. Ja, das habe ich mir schon beinahe gedacht. Die ist flinke Rufe. Hier fangen.
Klar, warum nicht? Doppelt hält besser. Ich kaufe nix. Die kriegen aber auch nicht genug. Machen wir doch der klassischen Art. Aber ein bisschen Medikit. Das kann nicht schaden. Seit wann habe ich hier eigentlich Musik an? Das müsste eigentlich theoretisch aus sein, oder? Das ist halt so jetzt bei dieser Mission. Ich erlöse dich mal von deinen Qualen. Glück gehabt. Okay, da liegt weiter nichts. Ja, easy kill. Mann, wo kommen denn die jetzt alle her? Kann noch nicht sein. Bisschen Medikit. Und Munition. Boah, wo ist denn die Alte? Na, hier ist aber schon auch der Shoot Action. Weil sonst würde hier nicht so viel Loot rumliegen. Ja, wie gesagt habe. Und nochmal, wo die alle herkommen. So, kann ich jetzt da rein spazieren? Jawohl. Klopf, klopf. Yo, Gabriella, you in here? Gabriella! There you are. Your old man asked me to make sure you're okay. Mille grazie. I am grateful for your assistance. The work we do here is very important. Let me give you something for your trouble.
Like a kiss? I was thinking of this. Oh, that's even better. Better? I gotta go. I wanna give this baby a whirl. Humph. Men. Ziel abgeschlossen. Aber sehr schön, brauchen wir nicht mehr so weit latschen. Das ist schon mal ganz gut. Was ist das hier? Cyber Skill Energy? Ja, das setze ich mal noch nicht ein. Da warten wir noch. Weil ich kann mir vorstellen, dass die gleich richtige Action Jackson ist. Ein bisschen Action hier machen. Ah, du kriegst auch noch eine. Nervig. Jetzt nicht noch die. Die machen wirklich gut Damage. Oh Mann, ich bin noch nicht mal im Spiel drin und schon. Oh, wohin so schnell? Wohin so schnell? Wo ist denn der? Die machen so ein Damage. Das ist nicht mehr feierlich. Weil die machen ordentlich Damage. Okay.
Mensch, Knochengerippe, geh mir nicht auf die Nerven. Erstmal halt einsammeln hier. Ja, wie gesagt, auf normal ist das schon ordentlich. So, immer noch Vatikan-Bibliothek, da vorne wird sie sein. Aber ich denke mal, das werden die uns nicht so leicht machen. So, auch hier werden wir erstmal alles einsammeln. Man weiß ja nie, was uns da gleich erwartet. Wir nehmen wirklich mal alles mit hier. So. Okay, Hubschrauber. Sehr merkwürdiger Hubschrauber. Oh shit, Alter. Konnte ich mir schon beinahe denken, dass wir da nicht so leicht durchkommen werden. Rutsch mal. Ich denke mal, das war noch nicht alles. So, die können wir auch gleich mal runterballern. Ja, ja. Du machst das schon. So, wo ist die Bibliothek? Darunter? Sieht so aus. Hier wird auch keine Pause gegönnt. Soweit wie erholen. Soweit kennt das Spiel ja nicht. Na, ich dachte hinter mir. Weil da oben sind mich noch Snipers.
Perfekto. Ai, 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 ai. Ganz beschissene Ecke. Denke mal, da wird gleich noch einer kommen, ja. Headshot regelt. Scheiße. Oh, da ist Medikit. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Sniper sind Hammer. Du schießt heute nicht mehr. Okay, wahrscheinlich hier runter. Kommen jetzt nur noch die großen, oder was? Bleib einfach liegen, du kleine Ratte. Kam denn das jetzt her? Irgendwo ist hier noch einer. Naja, wenn Snipern bin ich auch gut. Oh, was ist denn jetzt los hier? Alles klar, wo kommen die auf immer alle her? Sniper und die Bomber. Am besten ich bleib einfach hinter der Mauer. Hier brauchst du gute Reflexe. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir.
jetzt holen sie aber alle draus hier, was sie haben. Und vor mir, hinter mir. Komm, fall hin. Wir können weiter. Wir können weiter. You, Americano, come here. Ma'am, what are you doing here? This is a war zone. This is not a war zone. This is Roma, my city, my home. I fight. Ma'am, there are more of them coming. It would be best if... What is it, Americano? Are you afraid of monsters? Ma'am, I'm a... Don't be afraid. Nona's right here. She help you fight the monsters. Auf jeden Fall sehr gastfreundlich. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Und zwar mit der nächsten Mission Machina X-Toys. Also haut rein und bis dann.